Willkommen zu einer weiteren Folge We Are Football mit dem Verein RSV Zwickau. Nach dem 3:0 gegen Halle haben wir uns rangekämpft und sind jetzt punktgleich mit dem Vorletzten. Aber wir sind halt immer noch Letzter. Aber wir arbeiten dran. So, wie gesagt, wir nehmen die Weiterbildung. Wie immer ist jede Woche dasselbe im Prinzip. Fanclub besuchen. Fanclub besuchen, Fanclub beschenken, genau. Fanclubs beschenken, Entschuldigung. So, hier können wir auch noch was machen. Kinder. Also 100%. Wie weit sind wir beim Investor? 68%. Das ist schon wieder ein bisschen gestiegen. Das ist gut. Weiter. Und dann kommen wir ins Spiel gegen Uerdingen. So, gegen Uerdingen werden wir mal Angriffsspiel haben wir gehabt. Torschüsse und Distanzschüsse. Damit wir da mal ein bisschen höher kommen, weil in der Taktik sehen wir das gleich. Das ist immer nicht so prall besetzt, deswegen habe ich das da eingefügt. Wenn man das regelmäßig macht, dann werden sie dann mal gut. Gespräch mit dem Investor. Der von Ihnen besuchte Fanclub freut sich über Ihren Besuch. Eppa, zackig und verlockert. Schröter ist leider krank, aber der ist eh kein Stammspieler, von daher ist das egal. Aber wir könnten noch die, mehr Kohle zu kriegen, könnten wir noch ein bisschen was auf die Transferliste setzen. Die zwei linken die ganzen linken Mittelfeldspieler und der rechte Mittelfeldspieler, genau. Das machen wir auch. Co-Trainer macht hier die Ersatzbank. Das sieht alles sehr gut aus. Okay. Sehr schicki. Uerdingen ist 10. Wir sind 20. Wir sind 10 Plätze schlechter. Ja, so ist das eben. Und weiter geht's. Und los geht's. Hier wollen wir gleich den Einsatz ein bisschen erhöhen. Zwickau. Wir haben bezahlt, wir haben bezahlt, wir wollen sehen. Ja, ist klar. Zwickau. Ja, Anfeuerung. Uerdingen. Die werden ungeduldig jetzt schon. Angriff RSV Zwickau. Leider daneben. Schade. Ja, mal gucken, was wir da so reißen können oder so. So, lala. Angriff greift zur Uerdingen Ecke. Und gehalten. Und Konter. Sehr gut. Ja, Konterspiel haben wir auch trainiert. Dribbelt in den Strafraum, Flanke in die Mitte und Latte oder Posten besser gesagt. Angriff Zwickau. Ab in die Mitte und schießen und 1-0. Gerrit Wegkamp, sehr gut. Freistoß Dringut. Gehalten und Konter von Uerdingen. Ah, daneben geschossen, sehr gut. Jetzt kommt noch mal Uerdingen, letzter Angriff, denke ich mal, vor der Halbzeit. Aber der geht daneben. Und weg und Schuss. Sehr schicki. Haben wir eine gelbe Karte? Ne, haben wir nicht. Können wir weiterspielen. Dann spielen wir so weiter.
70. Minute kommt wieder die Auswechslung. Freistoß für Zwickau, Trinkhut. Aber leider daneben, egal. Die werden ungeduldig. Die Uerdinger Fans. Angriff Uerdingen. Konter für Zwickau. Ein defensiver Mittelfeldspieler schießt, aber wurde gehalten. So, dann gehen wir gleich mal in die Aufstellung rein. Ja, und daneben. So, jetzt kommen die Auswechslungen. Müssen wir mal gucken, was wir da auswechseln. Die Verteidigung kann komplett drin bleiben. Das heißt, wir wechseln wieder nur die Offensive aus. Wir holen 4 Stück raus und tun 4 Stück rein. LM. Okay, unser RM ist gar nicht dabei. Das ist natürlich jetzt bescheiden. Dann kommt Godinho rein. Der Offensive kann rein. Und der Stürmer kann rein. Einen Ball mehr als Ersatz zum Auswechselspieler, sag ich mal. Falls einer sich verletzt, dann kann man den nämlich auswechseln. Der war geklärt, leider daneben, nichts passiert. Freistoß für Uerdingen, Göbel. Und gehalten, über das Tor, oder drüber geschossen. Das wird natürlich unser zweiter Sieg hintereinander, das wäre mal cool. Angriff Zwickau. Spielt ab, weiter. Und Treffer, 2-0. Sehr gut. Das Ding ist gelaufen. Wir haben 2-0 gewonnen. Zweiter Sieg hintereinander. Sehr gut. Das ist erfreulich. Und wir sind vom letzten Tabellenplatz weg. Das ist gut. 3 Punkte Vorsprung. Das sieht gut aus. So, wer will da was kaufen? Oh ne, verkaufen. Super Preis an. Was bist du bei einer? 21 Jahre, 120.000. Was bist du denn für einer? Zentrales Mittelfeld. Brauchen wir nicht. Weg damit. Gut, jetzt setzen wir noch die Sache. Was ist das jetzt hier? Eine Änderung soll den Zustand. Das ist schön, kriegen wir auch Geld. Wahnsinn, Managerpunkte gekriegt, Aktionspunkte, sehr gut. Den wollen wir jetzt boosten, das ist die Frage. Kennecke? Ne, Kennecke ist zu alt, den wollen wir nicht boosten. Wir nehmen einfach den Gerrit Bergkamp. Natürlich boosten wir den, und wie wir den boosten, glaub mal. Ihr Blick für junge Talente schärft sich. Sehr gut, nehmen wir an. So, wir bereiten schon mal für nächste Woche vor. Das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende.
Wir sehen uns am Montag wieder beim Spiel gegen Dynamo Dresden. Bis Montag dann. Ciao, ciao.